So, Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wie immer den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Snick Show gegen Snick Show. Das ist jetzt nicht so spannend. Ah, an für sich ganz cool. Das Show and Tell Mirror ist ja an für sich ganz interessant, ganz witzig, weil es halt auf ganz viele Kleinigkeiten ankommt. Ja, aber wer Show and Tell Spiel verliert, ne? Ja, es sei denn, du hast Omniscience und den Wish. Ja, aber und der Gegner darf nicht Omniscience und Wish haben. Aber Snick Show? Ja, Snick Show spielt keine Wishes. Ja. Genau, das ist der Fall hier in diesem Mirror. Okay, beide spielen, glaube ich, ein oder zwei Omniscience. Dann brauchst du theoretisch einen Emmy auf der Hand, eine Sneak Attack und einen Affen. Ja, also theoretisch machst du Show and Tell, Sneak Attack, Affen. Nein, also grundsätzlich ist die Sneak Attack in diesem Matchup viel, viel, viel besser als Show and Tell. Ja. Es sei denn, du hast, wie gesagt, die Omniscience. Die Omniscience ist hier einfach ein absoluter Dreh- und Angelpunkt. Da wird schon mal geguckt, was Sideboard machen kann. Blasts, Blast, ja, Flusterstorm. Oh, mit Grünsplash. Oh! Da war gerade das Veil of Summer. Hm. Das ist gerade fürs Mirror auch sehr, sehr interessant. Das ist wirklich die Frage, wie man das boardet, weil. Boah. Du boardest entweder voll gegen den Gegner oder gehst einfach all in. Ja, ja, genau. Also eins von beiden. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig, sehr, sehr interessant. Du hast das Deck ja auch mal gespielt, aber nur mit Wishes? Nur mit Wishes, ja, ja, weil die halt. Einfacher machen. Ja, einfach, also. Einfach. Weil einfach, einfach, einfacher ist. Ja, du kannst halt einfach mit einem Wish und einem Omniscience auf der Hand auch mal gewinnen. Du genau. Das ist dann zwar immer noch Kombo-Teil A und B, aber die Omniscience erlaubt dir dann halt, über die Kreaturen zu gewinnen und den Wish. Mhm. Was halt unsagbar viel besser ist, finde ich, als nur auf die Sneak-and-Show-Variante zu gehen. Komm. Gut. Hände sind zufrieden. Ich sehe Show and Tell was? Bei Christoph in der Hand. Ach das stimmt, ist, der hat ja die Gäste. Ja, ja, ja. Der ist komplett bunt. Ich kenn wieder nix. Ja, das ist Polluted Delta. Das ist nur Volcanic Island. Ja. Und ja, ich habe auf jeden Fall einen Chantel in der Hand gesehen und noch einen Engine Tomb. Auf der anderen Seite bei Alexander sieht man halt auch, dass Engine Tomb irgendeine rote Karte ist, glaube ich, im Mainboard nur Sneak Attack. Müsste Sneak Attack sein, ja. Ja. Oh, Preordain. Ah ja, die Curved Pre-Order. Ja, ja, das sind richtige Brücken. Das sind richtige Brücken. Da ist noch ein Ancient Tomb bei Christoph. Mhm. Ach, das vorne war das Sneak Attack, was ich nicht erkannt habe. Die ist Show and Tell, was ich nicht erkannt habe. Ja, genau. Was haben wir dann noch? Das ist auf jeden Fall interessant. Die Leute müssen ja halt super vorsichtig sein, was sie machen, weil jeder Step kann halt ein Misstep sein. Battle, go. Go. Das ist sehr, sehr gut. Ja, wenn man jetzt die Sneak Attack auf der Hand hat, also so ist Bombe. Das ist ein Brainstorm auf der Hand von, ich sag, zwei Stück sogar. Mhm. Soll die Frage stellen, ob man den Brainstorm dann einfach im Mainphase spielt? Ja, nächste Runde. Die Hand ist so bad, die muss unbedingt aufgewertet werden. Wie viel? Weil sie hat Chantel, sie hat Sneak Attack, sie hat zwei Länder, sie hat zwei Brainstorms. Du möchtest das Chantel, glaube ich, nicht mehr haben. Und du willst einfach shuffeln. Also davon willst du halt wenig behalten. Sogar drei Fetchländer, glaube ich sogar. Ja, ist ungeil. Auf der anderen Seite mehr Duels, weil ich habe gehört, Wastelands sind selten. Wastelands sind selten. Du könntest halt aus dem Sideboard noch einen Blood Moon reinschmeißen. Mhm. Da kommt ein Sneak Attack. Mhm. Da kommt jetzt kommt ein Brainstorm. Der ist jetzt halt wichtig. Und jetzt kommt ein Daze. Wenn jetzt das Days, oh, sehr schön. Und man kann sehr, sehr stark. Doch, man hat ja gefetcht. Genau. Ja, ne? Sehr, sehr stark. Hat jetzt man schon ein Fetti auf der Hand? Da weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch einen Sneak Attack, einen Show and Tell. Ja, das ist halt. Petal. Das die Sneak Attack kann der jetzt, glaube ich, sogar schon legen. Oh, da ist nur eine Volcanic und Show and Tell auf der Hand beim Christoph. Das ist irgendwie bitter. Aber die Sneak Attack macht halt jetzt, egal was er von der Top zieht, ist geil. Ja, er hat zwei Länder, das heißt, er kann auf jeden Fall mindestens einen Cantrip spielen und halt einfach diggen. Oh, da ist ein Emmy. Da ist ein Omniscience und Emmy unten. Der Brainstorm war Omniscience Emrakul Grizzlebrand. Während man einen Show and Tell in der Hand hat. Wow. Und ein Paddle.
Wow. Oder willst du jetzt einfach Eier beweisen und wird dafür gehen? Ja, absolut. Das der ist gerade. Der Gegner kann, der hat zwei Handkarten. Der hat einen Sneak Attack reingelegt und sonst nichts. Hat sonst eine. Nee, das ist eine Handkarte, kennt er. Also ja, Mechanic Island. Da würde ich sowas von dafür gehen. Auch auf jeden Fall. Boah, das war aber auch ein Brainstorm. Das ist aber auch wirklich ein Brainstorm gewesen. Der war bitterhart. Ja. Jetzt kann er ein Land reinlegen? Ja, nice. Nice. It was a nice. I did it twice. Ja, ja, dann kommt da noch ein Missions. Ja, da hast du halt deine Hand gestrappt. Cool. Und der Gegner okay. Sagt... Grizzlebrand, okay. Win. Ja, ja Grizzle Daddy. 1-0 ja. Für Sneak Show. Boah. Die große Frage ist jetzt, was boardet man? Also man hat, wie gesagt, Red Elemental Blast, man hat Blaster Storms. Aber willst du Red Elemental Blast haben? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was man rausnehmen will. Das ist schon Truth, ja. Truth ist nicht schlecht, aber Truth kommt zu spät, glaube ich. Ich bin der festen Überzeugung, alles, was du tust, macht das Ding nur schlechter. Die Force of Will sind zu flexibel. Die könnte man rausnehmen. Ja. Du könntest überlegen, die Days zu tauschen. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob... Doch, okay, da sehe ich Days. Gegen Hard Removal, also gegen Hard Counter halt einfach. Ja. Die haben keine Hydro Blasts drin, ne? Nee, ich glaube, ich hab zumindest keine gesehen. Gegen die Sneak Attacks. Würde mich aber nicht wundern, gerade weil ja so viel Raga waren und so weiter gespielt. Ja, Raga waren und bei uns ist es eine sehr, sehr rote Meta. Ja. Ja. Auf der anderen Seite hier interessant, Alex lässt Days drin, obwohl er on the play ist. Das liegt halt viel daran, dass Days hier halt kein Tempo-Counter ist, sondern er braucht einfach unendlich viele Gratis-Counter. Ja, der muss ein Counter-Wall durchkommen. Nennen. Genau, und da haben sie irgendwann mal angefangen, Days zu spielen. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, das ist schon länger her. Vor 2 oder 3 Jahren Bologna hat es angefangen. Ja, ich glaube. Genau wie den Affen damals. Ja, ja, der hat mich auch schon gemobbt. Der spielste ja. Days, der hat kein Land und dann hat er einen Affen auf der Hand. Ja. So. Boah, schon. Emmy, was war's? Das schon wieder ein Mulligan. Oh, der hat den Artisan reingenommen. Sehr, sehr cool. Ah, ja! Den Artisan, einfach nur damit er weitere Payoffs hat, um das zu spielen. Dadurch könnte er auch Showntells rausgenommen haben. Oder einfach als zusätzliche Option. Er hat einen Showntell, glaube ich, auf der Hand. Ja. Deswegen, aber der Artisan ist auch ziemlich, ziemlich nice dafür. Da spielt es aber nur One oder ein Two auf, oder? Ein oder zwei, genau, im Sideboard. Okay, da ist ein Days auf der Hand, da ist ein Petal auf der Hand. Und eine Menge Fetchländer. Das ist die Frage, was man hier oben drauf sieht. Bei Christoph sehe ich auf jeden Fall Showntell Emmy. Aber ob das gut genug ist, weiß ich nicht. Das ist meistens genug, aber ja. In dem Matchup wäre ich da jetzt... In dem Matchup kann es halt sein, da liegt auch ein Emmy rein, der darf zuerst angreifen, das ist halt sehr ärgerlich. Dann hast du halt ein Problem. Ja. Da ist ein Days bei Alexander, 2 Länder, 3 Länder? Uff. 3 Länder. Da geht der Flooded Strand. Flooded Strand sucht wahrscheinlich Insel. Oder Duel, einfach weil Duel. Duel kannst du halt locker machen. Ich denke auch Duel, weil Duel ist eine gute Option, die man hier hat. All the Duels you can get. No. Schmeißen wir mal Money auf den Tisch. Ja, vor allem mit dem Flyers Friend davor. Ja, das ist wahrscheinlich mehr wert nicht. Aber. Ist auf jeden Fall teuer genug. Auch sehr, sehr schade. Auch ein Deck, was man sehr, sehr cool aufbauen kann. Und dann scheitert es an Duels und City of Traders. Ja, die sind mittlerweile echt teuer geworden, die Dinge. Ja, und vor allem kannst du sie nicht voll spielen. Ja, das stimmt. Vor allem mal kriegst du. Ja, du kriegst mit Sicherheit auf Wishday oder so voll. Ich glaube, wow. Uff. Der muss gedaced werden. Ich denke, der muss gedaced werden. Das ist ziemlich safe. Ja. Da kommt das Days. Man hat noch ein Days auf der Hand, aber das Days bringt halt nichts durch das Petal. Scheiße. Und deswegen, meine lieben Leute, immer das Petal ausspielen, wenn ihr es habt, es sei denn, ihr spielt Storm. Ja. Der wäre so gut gewesen. Na, oh, da ist noch ein Red Elemental Blast jetzt. Auch sehr, sehr gut. Und man kann jetzt einfach mal alles countern, was man will. Ja. Man könnte auch einmal einen Chaunter knacken in Christophs Stelle, um zu gucken, was der Gegner macht. Kann man theoretisch, ja. 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 Hat ja eben schon so gut funktioniert. Red Elemental Blast.
Ja, okay, das zeigt halt, dass Alexander nichts hat. Ja, zum Reisen. Hätte Alexander ein Fetti gehabt, hätte man dort riskieren können. Einfach in der Hoffnung, dass... Ist das eine nicht ein Grizzlebrand? Einfach in der Hoffnung, ja, aber Grusel-Daddy gewinnt nicht gegen Emrah Cool. Das stimmt. Also musst halt, wenn dann schon noch Möglichkeit Emmy hier in der Hand haben, dass du noch, wenn der Gegner nur irgendwie so was reinlegt, drüber kommst. Ja. Brainstorm. Oh, Brainstorm. Gum-Gum, gib mir dein Dum-Dum. Ja. Nein, Dum-Dum, gib mir dein Gum-Gum. Stimmt, ja. Andersrum. Noch ein Brainstorm, noch ein Land und noch irgendeine andere Karte, die ich nicht erwähne. Wie so oft. Was bist du? Auf jeden Fall geht die City wieder drunter, also wieder drauf. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Fetchland kommt. Tappen für 2 Mana. 2 Mana. Duel. Schlecht. Da kein Fetchland, irk. Go? Das sieht noch ein Go aus. Das sieht nach Go aus. End of Turn dann vielleicht nochmal Blödsinn. Das sind beide relativ voneinander. Doppelgrizzle Daddy, Days Force, Engine Room City of Dread. Wenn da jetzt gleich irgendwie ein Sneak Attack oder was kommt, dann ist halt echt rum. Ja, das wäre natürlich auch mal ein Achievement, wenn du schaffst, einen Emrah Cool Heart zu casten. Ja. Wobei ich glaube, das kann das Deck nur unter sehr, sehr großen Auflagen. Das Land, was du gerade eben nicht erkannt hast, ist eine Insel. Der hat die Godzilla-Inseln drin. Oh Gott! Und den Godzilla-Mountain. Du weißt schon, weil große Tentakelviecher. Ja, yeah, all the hunter you can get. Yes, oh, da ist die Sneak Attack. Oh mein Gott. Das. Ja, die Brainstorms sind heute mit Alex. Bin mir aber nicht sicher, ob er es durchkriegt. Er selber hat nur noch. Was hat er im Counter noch? Ich glaube, ein Days on Force, aber ich weiß nicht, ob das Force einen blauen Pitch hat. Ich glaube nicht. Könnte schwierig werden, ja. Da ist ein Force. Dann. Ja, schmeißt man mal. Ja, schon mal ganz nervös alles dahin. City of Traders sich gegenwerfen. Ja, einfach spielen. Ich bin gerade, warte mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn oben drauf noch ein Land legt, kann der nächste Runde Force Hardcast machen. Als Backup. Oh, stimmt. Nee, kann er nicht. Doch. Boah, 9 Mana. Sneak Attack kostet 4. Ja. Force kostet 5. Ja, das sind 9 Mana. Ja. 6, 7, 8, wenn er, wenn, wie gesagt, wenn er noch ein Land oben drauf liegen gehabt hätte. Voll korrekt. Die Insel hat er gerade eben weggeschaffelt. Das ist voll korrekt. Dann hätte er nächste Runde echt gut gehen können. Okay, der hätte halt nur eine Sneak Attack liegen gehabt, ne? Ja. Das sieht aber nicht so aus, als würde er dafür gehen. Ich glaube es auch nicht. Warum? Oder hat man Veil of... Wenn man jetzt schon auf grün fetcht... Wenn er ein Veil ist, wäre natürlich Hammer. Veil wäre natürlich geil. Fetch knapp für Brot. Sneak Attack. Go. Hat noch ein Mana im Pool. Ja. Es ist nur noch Force in der Hand und Grizzle Daddy. Das ist nicht so geil. Nee, aber wenn jetzt hier nichts kommt, ist man halt durch. Oh, jetzt der Brainstorm mit 2 Rotzkarten oben drauf. Ne, eine. Ja, stimmt. Eine Rotzkarte hat er schon wieder gezogen. Das ist ein Land. Das ist ein Schauentel. War das 2 Länder? Ja, 2 Länder und Schauentel. Ja, dann ist es auch. Ne? Knackt mal halt. Ja. Ein Gruselbrand, dann kann man mal 7 ziehen. Ja. Da kannst du auch 14 ziehen. Ja. Würde ich auch direkt machen. Da ist der Emmy. Die Frage, ob man noch genug Paddle im Deck hat, ich glaube nämlich nicht, aber man hat vielleicht noch Affen im Deck. Ne, sind 2 Paddle sind ja schon weg. Ja. Oder waren es 3? Ich weiß es nicht, wie viel gespielt werden, aber es sind auf jeden Fall noch. Er hat keinen Landdrop gehabt. Doch. Nee. Die City. Nee, die lag eben schon. Nee, City hat er gespielt, meine ich. Nee. Oder? Nee, wir sind im Zug, wo er den Zug gewonnen. Ja, die hat er gespielt, stimmt. Yes. Das war jetzt die Frage. Face, Blast, Endenom. Da. Was da? Veil war das. Ah, das war ein Buseiju. Nee, Veil. Veil of Summer. Veil of Summer? Ja. Ja, okay, muss man halt eine Runde warten. Ne? Ja. Ist auch nicht so schlimm mit dem Board. Muss man halt irgendwas machen. Man kann jetzt halt noch 7 Schaden auf jeden Fall hauen, das sollte man nicht vergessen. Ja, und dann kann man nochmal 7 ziehen. Mhm. Wenn man das will. Ich glaube nicht, dass man dann noch da durchkommt bei so einer Hand. Du hältst dir halt jetzt die Hand einfach offen mit einem fetten Bieter.
Ja. Und Veil und einem Arsch voll Counter und eine Mana-Quelle hast du liegen. Ja. Könntest du noch ein Fetchland offen behalten? Ja, brauchst du aber eigentlich nicht. Hier ist die Frage, ob man hier einfach proaktiv jetzt hingeht und einfach Veil of Summer spielt. Ach, einfach um eine Karte zu ziehen oder was? Nö, einfach proaktiv Veil of Summer in seine Upkeep. Ah. Damit er keinen jeglichen Counterbau verliert. Hm. Weil er hat ja gezeigt, dass er nichts hat. Wobei das Days of the Hand ist. Ja, hier wird eine Menge Kram abgeworfen. Hier wird dann gezeigt, was so abgeworfen wird, was so behalten wird. Ja, und das ist der Conceit. Das ist der Conceit. 2-0 für Sneak Show. Alexander mit Sneak Show. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.